Wir schreiben das Jahr 1987. Capcom bringt den ersten Teil der Reihe Street Fighter raus. Dass ein Wort wie Hadouken zu dem Kampfschrei schlechthin wird, hätte sich Capcom wohl auch nie gedacht. Das erste Street Fighter, welches 1987 auf den Markt kam, hatte ein bescheidenes Hadouken und bestand aus ganzen drei Bildern. 1991 kam Street Fighter 2. Wie man sieht, hat der Hadouken ein Bild dazu bekommen und besteht nun aus vier Bildern. 1993 erscheint Super Street Fighter 2. Auch hier bestand der Trick aus bescheidenen vier Bildern. 1995 haben wir schon sieben Bilder bei Street Fighter Alpha, was bedeutet, dass die Animation mittlerweile etwas flüssiger aussieht und nicht so abgehackt wie in den vorigen Teilen. 1997 geht es dann endlich los. Wir haben eine flüssige Animation aus 37 Bildern, was mehr als 25 FPS sind, also eine für das menschliche Auge flüssige Bewegung. Street Fighter 3 eröffnet also das erstmalig flüssige Spiel mit mehr als 25 Bildern. Weiter geht es mit Street Fighter 4. 2008 kommt das Spiel auf den Markt und man sieht, der Hadouken wurde mit viel Liebe programmiert. Hier ist der Hadouken perfekt ausgearbeitet und ist einfach eine perfekt hochauflösende Form des Hadoukens.